Hallo Leute und willkommen zum Zappo Whale. Klingt wieder nach einer Zugfahrt. Wir sind jetzt im letzten sichtbaren Abschnitt. Wobei, wie gesagt, ich habe ja die Vermutung, dass da noch ein geheimes Level kommt. Ah, diese Musik. Ah! So unfair. Wow. Wow. Nein. Oh nein, da sind wieder diese komischen Energiedinger da. Er baut alle Züge! Da will jemand noch mal extra spannend haben, hä? Hui! Auch Gangster wollen nur ein bisschen Spaß. Oha. Was ist das für ein komischer Zug? Wow!
Was soll denn die Scheiße? Das geht noch weiter. Alter. Ja, das ist mies. Ja gut, man hat die lilanen Schienen gesehen, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Verdammt. Boah. Ey, was für eine Sackfresse. Gut, bei den Panzern muss ich runter. Gut zu wissen. Ich will die Leute retten. Das sind die Punkte, die brauche ich für den letzten Levelabschnitt. Wow. Alter! Nein! Mist! Und ich bin da schon im Turbo-Modus gewesen. Alter! So ein Dreck aber auch. Hochspringen und dann runter. Was macht man nicht alles für einen einzigen Gefangenen, um ihn zu retten? Ja, jetzt kratzt mein Auge. Und die Nase. Und am Kopf, verdammt. Das ist doch jetzt ein Witz. Jetzt habe ich es tatsächlich da runter geschafft und dann springe ich drüber. Ah, ich mag nichts mehr. Ich glaube, das ist das Level mit den meisten Toten. Ich habe jetzt gleich schon wieder ein Erdnussbutterglas voll. Oh. Oh. Cool, vervollständigt sogar. Hui. Das war ein Level, ey.
Ja, guck mal, 512 Punkte gibt's da. Ich denke, das wird ein hartes Level, aber da kriege ich auf jeden Fall die Punkte für den für die dritte Phantom-Basis zusammen. Also Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also macht es gut, bis dann und ciao.